Ja, liebe Fußballfreunde, ich darf Sie im Moment herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz, die wir gesponsert haben. Arthur Stauber, das Sickerungsnach aus Lockau, nochmal recht herzlichen Dank. Wir haben meine Gäste sind Mario Radetzky vom Golden FC Schnurz, Edina Dennis vom SV Typico Lockau, Dr. Torschütze Fabian Fink und Alexander Rundstuhl. Ja, Mario, jetzt muss ich ehrlich sagen, selber logisch, natürlich schon eine dicke Packung. Aber man muss in der Mannschaft trotzdem ein Logo sprechen. Die ersten 15 Minuten haben der Gaskörper, haben der Locker unter Druck gesetzt, haben ein, zwei Chancen gegeben für die Führung und viele Ekbenisse gut. Und nach der starken Phase hat ein Locker ja, das Spiel übernommen. Was siehst du eigentlich jetzt zum heutigen Spiel geschafft? Ja, zunächst möchte ich mal am Eiding gratulieren und der SV Locker für den Sieg. Faktisch, Ergebnis ist scheiße. Faktisch, ich habe nur 3 Punkte verloren. Jetzt geht es nächste Woche einfach die Mannschaft aufzurichten und uns konzentrieren auf Kopf. Was war heute eigentlich der Knackpunkt? War heute das Lockout stark für die Mannschaft? Was war der Grund, dass Lockout so hoch gewonnen hat? Ja, die erste Viertelstunde, wie du schon gesehen hast, sind wir gut im Spiel gewesen. Faktisch, wir sind auch noch mit 2 Punkten gekommen und haben Lockout einfach viel zu viel Räume gegeben. Und man muss noch ganz ehrlich sagen, wenn man es objektiv sieht, leichter zu Tore, guckt man nun mal dann in das Leben. Das ist so, das muss ich besprechen mit der Mannschaft, das war zu einfach. Speziell nach dem 1-0 ist das alles zu einfach gegangen. Wieso es so ist, gilt zu analysieren und ja, nächste Woche ist Kopf. Ja, auf jeden Fall Kopf hoch, wenn man jetzt die ersten 15 Minuten anschaut gegen Lockau eine. Muss ich ehrlich sagen, müsst ihr euch jetzt nicht verkaufen. Nächste Woche steht der Warner gegen Koblach. Ich denke, nach so einer Niederlage muss ich die Mannschaft wahrscheinlich wirklich wieder der Rappler. Und ich bin überzeugt, das wirst du schaffen und das wird deine Mannschaft auch schaffen. Für nächste Woche steht der Warner gegen Koblach. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und alles Gute. Ja, Heidi, Glückwunsch. 7-0, phänomenaler Sieg. 7-0 können wir uns gerne mehr ändern, wenn das nächste Mal Lockau so hoch gewonnen hat. Trotzdem nochmal Gratulation, starke Leistung der Mannschaft und herzlichen Stoß zum Spiel mit. Ja, erst einmal möchte ich mich bei der Mannschaft bedanken für so eine Leistung. Sie arbeiten wirklich Woche für Woche sensationell. Und haben heute einfach wieder Wert gemacht, auch hungrig geblieben, diszipliniert geblieben, egal wie es ist, wir wollten immer mehr. Und ein Riesenkompliment an die Mannschaft für die Superleistung. Was war eigentlich in der ersten Halbzeit los, wo Schnurz eigentlich Druck gemacht hat, die ersten 15 Minuten, war da die Mannschaft eigentlich überrascht und eigentlich darauf vorbereitet. Und in der zweiten Halbzeit gleich noch Anpfiff, hat Schnurz auch eine Möglichkeit gehabt, so ein Tor machen. War das also eine kurze Phase von der Mannschaft, wo noch nicht ganz da auf dem Platz, oder? Ja, natürlich gibt es Phasen. Der Gegner zu Recht auch da vorne. Also man darf nicht vergessen, gegen wen man gespielt hat. Und dass sie natürlich auch Chancen haben und aggressiv attackieren, haben wir vom Hinspiel gewusst. Ich finde, hat die Mannschaft jederzeit eine Lösung gehabt. Und ja, ich denke, das war der ausschlaggebende Punkt. Ja, so ein Resultat und so ein Spiel, wie es heute jetzt war, ist natürlich super gut für die Einstellung von der Mannschaft, für Selbstbewusstsein, weil nächste Woche geht es auswärts dann gegen den FC Schwarzach. Was muss man da machen bei der Mannschaft, dass sie nicht so spielen, nächste Woche gegen Schwarzach? Ja, es ist jedes Spiel anders. Wir haben letzte Woche in Göfis 2-2 gespielt. Die Woche haben wir sehr, sehr gut ins Spiel finden, haben die Tore gemacht, die Chance ihnen da. Nächste Woche ist nächste Woche. Heute möchte ich einfach mal, dass die Mannschaft den Sieg auskostet und grüßt. Nochmals Glückwunsch, Gratulation und genießt den Tag und genießt den Sieg mit Ihrer Mannschaft. Danke, Heidi. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Doppeltorschützen Fabian Fink. Erstens mal Glückwunsch auch. Ja, zum Doppeltorschützen natürlich auch Glückwunsch, starke Leistung von dir und von den Jungs. Wie analysierst du das heutige Spiel? Ja, viel zu analysieren gibt es nicht beim 7:0. Ich denke, das Ergebnis spricht Bände und der Aydin hat uns wieder akribisch vorbereitet die ganze Woche.
wir haben gewusst, was auf uns zukommt und wir haben uns bewusst hinten reingestellt und habe ab der Mittellinie einen Druck aufgebaut, dass man die Tiefe die Räume bekommt. Und das haben wir super ausgespielt und Glückwunsch an die Mannschaft, da hat jeder Gas gegeben von der ersten bis zur letzten Minute. Das haben wir bisher nicht umsetzen können bisher die Rückrunde und heute hat wirklich jeder Gas gegeben von der ersten bis zur 90. Minute, wie gesagt. Wenn man alles spielt, sieht. Zwei Tore heute, ärgert sich, dass du nicht das dritte oder vierte Tor nicht macht, war schön. Nee, ich bin erstmal zufrieden, zwei Tore gemacht zu haben und nächste Woche kommt die nächste Chance und vielleicht mal wieder ein Tor. Halleluja. Alexander Rumstock, mein nächster Gast. Freut mich wieder, Jan, so quick, fidel und quick lebendig auf dem Platz zu sein. Oh, Glückwunsch an die starke Leistung. Was ich so zum heutigen Spiel kannst du bestätigen, was der Fabian gesagt hat? Ja, also, wie der Fabian gesagt hat, das war echt ein super Spiel. Und ja, was soll ich sagen? Es gibt so Tage, wo einfach alles läuft und da schaut man durch, wenn man was will, schon ist es einfach alles gegangen. Und ja, ist geil gewesen. Bist du top motiviert jetzt für das nächste Wochenende, Topspiel gegen FC Schwarzach in Schwarzach? Ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt, dass man ein Spiel vor Schwarzach so gewinnt, kann man noch Selbstvertrauen mitnehmen und ich glaube, dass das unsere Mannschaft ganz gut da hat. Und ich hoffe, dass wir die Leistung anschließen können und in Schwarzach auch drei holen. Ja, ich wünsche euch natürlich viel Glück. Ich werde dabei sein, keine Frage, egal was für Wetter. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken, Trainer, danke schön, danke für das tolle Spiel, danke für die vielen Tore, saubere Leistung, Hut ab, ich habe es geschickt geschrieben, 7-0, haben wir schon Ewigkeiten gewonnen, aber genüßen wir noch, geben Gas, Bayernkönig, wie gesagt, nächste Woche geht es den Auswärts gegen Schwarzach und wir sehen uns im 14. Tag, daheim gegen FC Schwyz. Danke, Publikum, danke für die tolle Unterstützung, wünsche euch noch einen schönen Abend, viel Spaß und ich muss noch eins, muss ich schon sagen, mein Schwager, meine Schwester, die haben mir heute prophezeit, Lothar gewinnt heute 7-0, tatsächlich 7-0. Also, wenn jemand in Spendierlaune ist, jemand nie laden will in der Stadt, in der Family, bitte laden Sie 7-0, das war die Prognose. Dankeschön nochmal, schönen Abend, schönes Wochenende, wir sehen uns im 14. Tag. Machen's gut!